Die Consumer Electronics Show, kurz CES, gehört zu den wichtigsten und größten Messen für Unterhaltungselektronik. Seit einigen Jahren präsentieren auch die Fahrzeughersteller in Las Vegas viele ihrer wichtigsten Automobilneuheiten. 7 der interessantesten, heißesten und wichtigsten Autos der Messe nehmen wir für euch genauer unter die Lupe. Hier und jetzt bei Die 7. Auto Nummer 1. Mercedes EQXX. Mercedes präsentiert einen Fingerzeig in Richtung seiner Elektroautoentwicklung, den EQXX. Die Ansage dabei ist groß. 1000 Kilometer Reichweite soll der Schwabe schaffen. Das wäre Rekord. Alsbald folgt der Beweis via Testfahrt. Bis dahin verrät Mercedes die Zutatenliste. Da wäre zunächst einmal die Aerodynamik. Hier setzt der EQXX bereits einen Rekord mit dem Wert von CW 0,17. Das sind 3/10 unter dem bisherigen Rekordwert für Serienfahrzeuge, dem des Mercedes EQS. Übrigens bedeuten 3/10 umgerechnet 7,5% Reichweitenvorteil. Dazu passt die geringe Stirnfläche von nur 2,2 Quadratmetern. So beträgt der Luftwiderstand bei ausgefahrenem Heckdiffusor nur 0,374. Der Akku des EQXX ist zwar mit rund 100 Kilowattstunden etwas kleiner als der des EQS, soll aber aufgrund der Gesamteffizienz des Autos dennoch die 1000-Kilometer-Marke reißen. Maximal 780 Kilometer sind es beim EQS. Zugegebenermaßen kommt der EQXX kompakter daher, hat hinten Attrappentüren und eher als Notsitze zu betrachtendes Gestühl. Das Gewicht beziffert Mercedes mit 1750 Kilogramm. So soll der Verbrauch bei Reisetempo unter 10 Kilowattstunden liegen. Der Antrieb entspricht weitestgehend dem Aggregat, das ab 2024 beispielsweise in EQA und EQB eingesetzt wird und über 150 kW verfügt. Die besonders hohe Gesamtspannung von 920 Volt ermöglicht schlankere Kabel, was weiteres Gewicht spart. Bei der Batterie ist von der übernächsten Generation die Rede. 200 Zellen vom chinesischen Hersteller Kettle sind in 4 Reihen angeordnet. Inklusive Inverter bringt der Akku 495 Kilo auf die Waage, rund 30% weniger als der EQS. Noch dazu nimmt er nur die Hälfte des Platzes ein. Weil der EQXX ein Auto für die Langstrecke sein soll, das weit kommt und selten lädt, verzichtet Mercedes auf ein Laden mit Wechselstrom und auf ultrakurze Ladezeiten. So sind es 120 Kilowatt Ladeleistung in der Spitze. Dennoch zapft der EQXX in 15 Minuten Strom für 300 Kilometer. 25% weniger Energie verbraucht der Wagen im Standby-Modus, die neue Leistungselektronik spart sogar 50% ein. Das Interieur zeigt sich zeitgemäß mit einem 47,5 Zoll großen Monster-Display. Frischen Strom in das System speist das Solardach ein. 250 Watt fließen ins 12 Volt Bordnetz, was 25 Kilometer mehr Reichweite beschert. Eine Direktspeisung in die Traktionsbatterie, wie beim Solardach des Hyundai Ioniq 5, ist nicht möglich. Ob die Summe der Maßnahmen reicht, um 1000 Kilometer Reichweite zu schaffen, zeigt die Reichweitenrekordfahrt, die im Frühjahr stattfinden soll. Sie führt von Stuttgart über die Schweiz und Italien bis nach Frankreich. Auto Nummer 2. Chevrolet Silverado EV. Chevrolet möchte den Trendzug der elektrischen Pickups in den USA nicht verpassen und stellt den Silverado EV vor. Der Pritschentruck bringt es maximal auf 673 PS und 640 km Reichweite. Im Frühjahr 2023 läuft das erste Modell vom Band. Dann zunächst als einfach ausgestattete und nutzwertig ausgelegte WT-Variante. WT steht für Working Truck. 2024 gibt es den WT dann als Einstiegsmodell mit der kleinen Batterie ab rund 40.000 Dollar, umgerechnet rund 35.000 Euro. Die Hardcore-Offroad-Version stellt der Silverado EV Trail Boss dar. Weniger radikal und vielleicht für viele die goldene Mitte ist die dritte von drei Versionen namens RST. Neben bis zu 24 Zoll großen Felgen und einer Allradlenkung gibt's eine besonders praktische Pritsche. Mit einer Durchreichenfunktion lassen sich bis zu 2,50 Meter lange Gegenstände verladen. Genügt das nicht, lässt sich sogar die komplette Kabinenrückwand aufklappen. Ergänzend findet Gepäck im vorderen Kofferraum Platz. Strom geladen wird mit bis zu 350 kW Leistung. Chevrolet verspricht gut 160 Kilometer in 10 Minuten. Im Herbst 2023 kommt der RST mit Vollausstattung für umgerechnet rund 92.000 Euro. Auto Nummer 3. BMW iX M60.
Eigentlich ist es kaum nötig, den BMW iX M60 ins Rampenlicht zu rollen, kann man doch ohnehin kaum am Elektrobrocken aus Bayern vorbeischauen. Und für einen noch auffälligeren CES-Auftritt haben die BMW-Entwickler ein bisschen herumexperimentiert. Von Amazons E-Reader namens Kindle inspiriert, ist dieser iX mit E-Ink-Folie bezogen. Dadurch kann das Fahrzeug auf Knopfdruck die Farbe wechseln. Serienreif wohl kaum. Um die steife Folie an die konkaven und konvexen Formen der Karosserie anzupassen, wurde ein gigantischer Aufwand von den Designern betrieben. Auch ohne die wechselnden Farben setzt das Modell mit dem M-Stempel einige Superlative. Zum einen ist er mit 619 PS das bislang stärkste Elektromodell der Marke. Außerdem kürt BMW die rasende Schrankwand zum Drehmoment-Weltmeister. 1015 Newtonmeter im Normalbetrieb und 1100 mittels Launch Control. So viel Kraft hatte noch kein Serien-BMW. Mit solchen Muskeln in Form von je einem Elektromotor an beiden Achsen bestückt, sprintet der Dicke in nur 3,8 Sekunden auf Tempo 100. Wie beim schwächeren 50er-Modell handelt es sich um zwei stromerregte Synchronmaschinen. Verglichen mit solchen, die auf Permanentmagnete setzen, zeichnen sie sich durch eine hohe Leistungsdichte und den Verzicht auf seltene Erden aus. Das bekannte Akkupaket mit einem nutzbaren Energieinhalt von 105,2 Kilowattstunden versorgt die Motoren mit Saft. Maximal 200 Kilowatt verleibt sich der Energiespeicher an einer Schnellladesäule wieder ein. 35 Minuten dauert es so, bis der iX M60 von 10% auf 80% aufgeladen ist. Weitere Fakten? Mit 250 km/h Topspeed darf der 60er 50 km/h schneller fahren als das 50er Modell. Laserlicht ist Serie. Die Reichweite gibt BMW mit 566 Kilometern an. Und für mindestens 130.200 Euro ist der iX M60 ab Juni 2022 zu haben. Auto Nummer 4. TOC Transition Concept Smart Device. Mit der Studie namens Transition Concept Smart Device gewährt der türkische Technologiekonzern TOC einen Ausblick auf seine zukünftige Elektrolimousine. Technische Basis ist das E-SUV, das 2023 in den Markt starten soll. So dürften eine Hinterradantriebsversion mit 147 kW und eine Variante mit Allrad und 297 kW wahlweise zur Verfügung stehen. Die Reichweiten liegen bei 300 bzw. 500 km. Das sind die Werte des SUV. Konkrete Angaben macht TOC zum Antrieb der Limousine keine. Das moderne Design übernahm Pininfarina. Zumindest als Studie kommt das Auto mit gegenläufig angeschlagenen hinteren Türen und ohne B-Säule. Vorne leuchtet auf voller Breite eine Displaylandschaft, links und rechts außen von den Bildschirmen der Kameraseitenspiegel flankiert. Da sich TOC mehr als Entwickler und Anbieter von Mobilitätskonzepten versteht, ist das Auto für allerhand Services vorbereitet. Über vernetzte Konnektivitätsdienstleistungen soll nicht nur Carsharing möglich sein, sondern auch das Aufladen von Auto zu Auto, also Energy Sharing. Über die sogenannte TOC-ID soll ein persönliches, individuelles Profil erstellt werden, über das beispielsweise gemessen wird, ob man ein guter Autofahrer ist. Dementsprechend sinken dann die Versicherungsbeiträge. Insgesamt möchte TOC ein Auto bieten, das ein integraler Bestandteil einer Smart City ist und dabei als Mix aus mobilem Wohnzimmer und Büro funktioniert. Wann das Transition Concept Smart Device als Serienmodell den Markt entern soll, ist noch unbekannt. Es heißt nur zeitnah nach dem SUV in 2023. Hinzu kommen sollen stufenweise ebenso eine Steilheck-Version, ein kleines Kompakt-SUV im B-Segment und ein nutzwertorientiertes Auto im Kompaktsegment. Auto Nummer 5. Sony Vision S02 Concept. Der Elektronik-Gigant Sony scheint ernsthafter denn je kurz vor dem Start als Autohersteller. Nach der Studie Vision S01 von 2019 präsentieren die Japaner nun ein SUV namens Vision S02 Concept. Der optional als Siebensitzer ausgelegte Wagen bringt es auf stattliche Außenmaße. 4,90 Meter sind es in der Länge, 1,93 Meter in der Breite und 1,65 Meter ist der Sony hoch. Damit die Insassen ihre Glieder gelassen stretchen können, servieren die Japaner einen Radstand von 3,03 Meter. Optisch orientiert es sich an der Linienführung der ersten Studie. Das bedeutet eine flüssig gezeichnete Außenhaut mit weichen Linien und einem coupéhaften Dachschwung. Elektroauto-typisch ist das Design stark von der Aerodynamik geprägt. Dazu passen die Seitenspiegelkameras, die versenkbaren Türgriffe und die verkleideten 20 Zoll Felgen. Aufgezogen hat der Japaner vorne 255er Gummis und hinten 275er. Im Innenraum gibt's im wahrsten Sinne des Wortes einiges zu sehen. Hier installiert Sony vorne 5 Bildschirme nebeneinander. 2 für die Seitenspiegel und 3 große für die Bedienung. Vor den Cupholdern in der Mittelkonsole sitzt eine weitere Touch-Anzeige. Display Nummer 7 und 8 finden sich an den Rückenlehnen der Vordersitze. Neben der Bedienung durch Touchflächen und Drehdrücksteller erfolgt diese auch per Sprache und Gesten.
LiDAR-Sensoren und Kameras ermöglichen teilautonomes Fahren. Der Mobilfunkstandard 5G, eine umfassende Kommunikation mit der Verkehrs- und Infrastrukturumwelt. Auch technisch baut das Vision S02 Concept auf der selbstentwickelten Plattform der zuvor gezeigten Limousine auf. Daher arbeitet an jeder der beiden Achsen ein 200 kW starker Elektromotor. So ausgerüstet soll der 2,5 Tonner maximal 180 km/h schnell durch die Lande surren. Informationen zu Reichweite, Batterie, Verbrauch und Aufladen bleibt Sony bislang noch schuldig. Neben der ernstzunehmenden Studie deutet auch die Gründung der Tochterfirma Sony Mobility auf den Einstieg ins Autobauergeschäft hin. Sony Mobility kümmert sich fortan um die Mobilitätslösungen im Konzern und soll ab dem Frühjahr 2022 prüfen, ob das eigene Produzieren von Elektrofahrzeugen lohnt. Auto Nummer 6. Chrysler Airflow Concept. Neuer Konkurrent für den Ford Mustang Mach-E. Stellantis zeigt auf der CES die Konzeptstudie Chrysler Airflow. Dieser dürfte die neue STLA Medium-Plattform vorwegnehmen. Diese reine Elektroplattform für Autos der Größe zwischen Kompakt- und Mittelklasse soll ab 2023 allen Marken im Konzern zur Verfügung stehen. Optisch ist der Airflow ein typisches Elektro-Crossover. Fließende Formen und kaum Karosserieöffnungen zugunsten der Aerodynamik gehen mit einem leichten SUV-Touch einher. Kleine Außenspiegel und versenkbare Türgriffe verbessern den Airflow, also Luftstrom, rund um den Airflow. Das auf der CES gezeigte Konzeptfahrzeug verfügt über je einen Elektromotor an Vorder- und Hinterachse. Beide leisten jeweils 150 kW oder 204 PS. Neben diesem Allradmodell soll es laut Chrysler auch noch stärkere Varianten, aber auch schwächere mit nur einer angetriebenen Achse geben. Konkrete Informationen zur Lade- und Akkutechnik bleibt Chrysler noch schuldig, stellt aber eine Reichweite von 563 bis 644 km in Aussicht. Bildschirme sind Trumpf, heißt es im Innenraum. Neben dem digitalen Cockpit gibt es solche mittig für das Infotainment, etwas darunter zur Bedienung der Klimaanlage und einen vierten für den Beifahrer. Im Fond finden sich für die Mitfahrer zwei weitere Screens zur Unterhaltung. Für die bereits totgesagte Marke Chrysler ist der Airflow das erste neue Modell seit einiger Zeit. Nicht ganz übrigens, zumindest was den Namen angeht. Bereits 1934 gab es einen Chrysler Airflow mit betont stromlinienförmiger Karosserie. Auto Nummer 7. Neuheiten aus Vietnam. Mit den meisten Neuheiten trumpft in Las Vegas der vietnamesische Hersteller VinFast auf. Das 2017 gegründete Unternehmen legt besonderen Fokus auf Elektromobilität und zeigte 5 E-SUV auf der CES. Bei den Bezeichnungen der Fahrzeuge geben sich die Vietnamesen trocken. VF5, VF6, VF7, VF8 und VF9. Letztere zwei sind unter anderem Namen bereits vorgestellt worden und sollen Ende 2022 ihren Weg auf den deutschen Markt finden. Die beiden Fahrzeuge erhalten jeweils einen 300 kW Antrieb mit zwei Elektromotoren, also stehen umgerechnet 408 PS zur Verfügung. Der 5,12 Meter lange VF9 besitzt zudem eine 106 kWh Batterie und soll damit 550 km weit fahren können. Eine weitere Besonderheit der VinFast Modelle: alle Autos kommen mit einer 10-Jahres-Garantie, die bis zu einer Laufleistung von 200.000 km reicht. Die Preise für den VF8 starten bei 43.900 Euro. Den deutlich größeren VF9 gibt es ab 58.600 Euro. Kleine Tesla-Parallele am Rande. VinFast will zukünftig Autos nicht nur hierzulande verkaufen, sondern plant auch eine Produktionsstätte in Deutschland. Das waren die 7 interessantesten Autoneuheiten der CES 2022 bei D7. Was haltet ihr von den Fahrzeugen? Gibt es andere Modelle, denen ihr euch mehr entgegensehnt? Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch in den Kommentaren. Wenn ihr weitere Clips von D7 und Automotor und Sport sehen möchtet und euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Die Klassik Remise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse. Und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation. Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken. Denn das wird gut.